Hallo, Selbermacher, Autoschrauber, willkommen auf meinem Kanal, willkommen in meiner Werkstatt. Heute Heizkühlerwechsel beim Opel Astra G. Ich habe da schon ein Video über den Astra F gemacht, das erfreut sich auch großer Beliebtheit, obwohl ich es heute schöner machen würde. Und ich musste jetzt feststellen, dass zum Astra G vor allem mit Klimaanlage doch einige Unterschiede und Tricks zu beachten sind. Ja? Also für die, die jetzt schnell wegklicken oder nur die schnelle Information brauchen, wo es hakeln könnte, die sollen weiter vorscrollen. Das Gehäuse dieses Heizkühlers hat nämlich einen Ablauf für Kondenswasser, das hatte der Astra F nicht, und ist verschraubt gegen die Spritzwand, also nennt es auch Brandschott, ja, wie auch immer, also vorne im Motorraum. Das heißt, für die, die sonst alles klar ist, die kurze Ansage: Ihr müsst den Luftfilter rausmachen, ihr müsst am besten auch noch die eine Stütze von der Lichtmaschine wegmachen. Nur dann kommt ihr an die zwei kleinen Torx T25, die sind ziemlich tief unten. Aber weiter hinten im Video wird es noch gezeigt. So, und für den Rest von euch, ja, schaut euch das Video an. Es ist auch selbsterklärend, also ich bespreche jetzt nicht mehr das komplette Video. Ihr schaut euch einfach den Workflow, die Arbeitsgänge an, und ich sag mal, ja, viel Spaß. Heizkühler ist immer eine Quälerei. Zusammenbau zeige ich nicht, das kann ich euch auch gleich sagen. Die Demontage des Luftfilterkastens förderte eine vollkommen zerrostete Federbeinaufnahme vorne rechts zutage. Ja. Das ist die Stelle, irgendwann mache ich auch mal ein Video über Laub und so weiter und so fort, was das mit den Ablauflöchern und allem anstellt. Ja, also es ist nicht mein Auto jetzt ganz nebenbei, das Chaos stammt nicht von mir. Also wie gesagt, da hat sich wohl auch Laub angesammelt unter dem Luftfilterkasten und hat da für ein dauerhaft schönes Feuchtbiotop gesorgt mit entsprechendem Resultat. Okay, der Rest des Videos, ein bisschen Musik, ja, und ihr schaut einfach zu, die Arbeit ist machbar, ihr braucht Torx. Und ihr braucht ein bisschen Geduld und Nerven. Aber wenn sich bei euch im Fußraum Feuchtigkeit ansammeln sollte, dann müsst ihr euch diese Arbeit antun. Eine Anmerkung: In diesem Fall, die kosten ja nicht mehr viel, die Heizkühler, die Ersatzteile, ja, der hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. In diesem Fall war es aber nicht der Heizkühler selbst, sondern der Dichtungsring zu der Schlauchdurchführung an der Spritzwand. Ja? Okay, das findet ihr dann selbst raus. Das Ganze mal so weit zerlegen, trockenlegen und schauen, wo das Kühlwasser austritt. So, und jetzt viel Spaß mit dem Rest meines Videos. Und ja, Kritik gern, aber freundlich, wenn es geht. Ne? Keiner, nobody's perfect. Und vielleicht ein Like und Subscribe, würde ich mich freuen. Also, viel Erfolg bei eurem Projekt für die, die sich das Video komplett anschauen. Ciao, ciao. Thank you.
Lichtmaschinenhalter auch weg. So. So, da unten sitzt diese Schraube. T25. Ja, okay. Schraube vergessen.